Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition in der Version 0.15 Alpha Build, immer noch eins. Ich dachte eigentlich, es müsste laufende Woche mal Build 2 rauskommen, damit diese Serverprobleme behoben werden, denn ich wollte heute eigentlich bei ein paar anderen Leuten vorbeischneien, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ich wollte drauf und ja, da stand dann immer keine Verbindung zur Welt und das ging mir ein kleines bisschen auf den Keks, aber es kann auch daran liegen, weil das zu viele Leute auf diesem Planeten einfach nur probieren und deswegen funktioniert das irgendwie nicht ganz richtig. So, danke erstmal für die netten Kommentare, dass ihr die Bude ja so halbwegs ganz gut findet. Ich weiß, es ist immer noch halbwegs eine Schachtel, aber heute wollen wir uns... Warum geht das schon wieder ins Menü? Das werden die nie beheben irgendwie, dass er jedes Mal bei mir ins Menü geht. Das liegt aber auch daran, beim... Ich werde schon wieder dunkel. Ich glaube, es hat auch nur beim Shield irgendwie. Sobald ich den Controller benutze, will der automatisch immer ins Menü. Gehe ich jetzt im dunklen Stein sammeln oder... Ich gehe jetzt im Schlu... Es wird jetzt... Jetzt geh doch mal ins Menü rein, Junge. Warte, es wird gerade dunkel. Ich geh schlafi. Ich guck mal. Geht schon. Wunderbar. Machen wir mal ein bisschen Grunsch hier. Alter, die Mucke. So, möchte mal ganz kurz die Musik ändern. Jetzt habe ich den Pfeil da schon wieder mitten im Bild. Geh weg, Pfeil. So. Er hat auf mich gehört, einmal. Ja, ich weiß, ich gehe schon wieder nach Steinbuddeln, aber mit unserer Eisenspitzhacke geht das deutlich schneller. Und ich kann ja mal probieren, dass wir uns mal von hier aus mal schräg runterbuddeln. Wir haben 6 Fackeln. Mist. Hätte ich mal ein paar mehr machen müssen. Ich buddel mich mal schräg runter. In der Zeit sammeln wir sowieso ein bisschen Stein an und natürlich dieses Andasit und Deodrit-Gelumpe. Gehen wir einfach mal ein Stück tiefer und... Vielleicht haben wir Glück und treffen nebenbei noch auf eine Höhle. Ja, Höhlentouren sind ja mein Spezialgebiet. Wenn man mich sozusagen in einer Situation sehen will, wo man merkt, okay, der hat keinen Bock da drauf. Der will einfach eigentlich nur bauen. Warum geht er denn nicht in Kreativmodus? Weil Kreativmodus kacke ist. Ich mag den nicht. Allgemein, ich habe den, glaube ich, bei der Pocket Edition, glaube ich, 2 oder 3 Mal... Ja, nee, sogar 4 Mal, nämlich in meinen Tutorials. Also jetzt nicht Tutorials, in meinen, wie soll man das sagen, wenn eine neue Version rauskommt, dass ich da mal ganz kurz reinschneide, um euch zu zeigen, was dann so halbwegs neu ist. Da gehe ich in den Kreativmodus, ansonsten nutze ich den nie. Weil, ja, gut, wo ich die 2 Maps gemacht hatte, da hatte ich auch mal Kreativmodus reingeguckt, aber sonst... Ich mag ihn nicht, ich will lieber suchen, ich bin der geborene Sammler... Und Sucher, man merkt es mir zwar nicht an, weil ich ziemlich viel fluche dabei, aber ich mag es. Ich mag es wirklich. So, deswegen hat man bei mir auch eher weniger so Bauanleitungen und sowas alles, sondern mehr, ja, dieses Survival-Bauen. Ich mag Survival-Spiele, deswegen spiele ich auch manchmal Ark. Sorry, dass da in letzter Zeit keine Folgen rauskommen. Ich hatte keinen Bock. Das sagt nicht jeder Let's Player, aber ich sage jedenfalls, wenn ich mal keinen Bock habe, dann zocke ich nicht. So, gehen wir noch ein Stück runter hier. Jetzt kann aber langsam mal wirklich eine Höhle oder so kommen. Ich brauche nämlich noch Rettestone. Rettestone in Minecraft. Ich höre schon wieder Enderman. Wer weiß, wo er ist und mir geht auch gleich die Spitzhacke flöten. Aber in der Zeit kann ich den Stein schon mal wieder hinterbringen, mir eine neue Spitzhacke machen oder habe ich 2 bei? Ich habe 2 bei. Haha. So. Jetzt könnte aber langsam mal was Interessantes kommen. Denn es ist nämlich nicht gerade spannend, was ich hier tue. Ach komm schon. Gib mir irgendwas Interessantes. Gib mir mal Eisen oder so. Ich verbrate nämlich, glaube ich, mein ganzes Eisen jetzt und kriege hier nicht mal was. Meine gehen wie Fackeln alle, Freunde. Das ist nicht gut. Hörst du? Ab und zu. Macht er. Zumindest habe ich jetzt schon mal einen gehört. Scheiße. Aber gesehen habe ich jetzt doch letzte Folge. Ah, Eisen. Da hatte ich ja mich beschwert, warum ich hier noch nie einen Enderman gesehen habe in der neuen Version. Aber letzte Folge stimmt ja, muss mich bloß hier mal dran zurückerinnern. Letzte Folge hatten wir einen gesehen. Komm runter! Och nö.
Alter, wie ich Kies hasse. Das ist sowas von sinnlos. Das Einzige, was man daraus machen kann, sind Feuersteine und Wege. Aber Wege nutze ich das auch eher selten, weil das auch Kacke ist. Geh weg. Das sind bestimmt wieder deine 10 Milliarden hintereinander. Hab, kann ich mir... Ich mach mir mal ein paar Fackeln. 16 Stück. Für den Anfang. Ich höre aber, es ist ein Dungeon bei mir in der Nähe. Ich kann bloß noch die Richtung nicht zuordnen. Müsste jetzt aber genau vor mir irgendwo sein. Halbwegs über mir. Ihr wisst ja, ich habe ja Dolby Digital, na gut, Dolby 7.1 Headset, aber Minecraft unterstützt es irgendwie nicht. Was mich auch ein bisschen anbröckelt. Warum? Ich finde es auch noch doof, dass sie es immer noch nicht geschafft haben, bei der Pocket Edition die Standardmusik reinzumachen. Ich meine, auf der PC-Edition funktioniert es ja gut. Manche Handys sind einfach nicht so weit. Also es gibt ja so einige Handys, die noch auf Version 4.1 oder 2 laufen. Und ich glaube, die unterstützen keinen DirectX 3.0 und sind dadurch ein bisschen langsamer. Und da kann es auch passieren, dass es da zu Leistungseinbrüchen kommt und die Entwickler es einfach nur so probieren, dass es dann doch irgendwie auf allen Versionen funktioniert. Aber glaubt mir, in Zukunft, wenn die Minecraft noch wirklich weiter ausbauen, wird das Spiel zu heavy für ältere Handys. Dann kann es natürlich passieren, ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, ich weiß es auch nicht, dass irgendwann manche Handytypen nicht mehr damit kompatibel sind. Da wird es auf einer Version bleiben und das war's. Ich will jetzt hier nichts heraufbeschwören, aber so wird es irgendwann mal sein. Wenn sich dieses Spiel so weiterentwickelt wie die PC-Version. Wir haben ja jetzt schon Teile aus der Version 1.1, die ganz neue, die bald rauskommt. Und natürlich ein Gemisch mit Version 1.8 und 1.9. Ist jetzt momentan das Gemisch, die 0.15. Es ist nichts Halbes, noch nichts Ganzes, aber ich denke mal, bald wird es soweit sein. Übrigens, die Texturpakete für diese Version, für die 0.15, die Dateien sind schon implementiert. Ich habe es heute auf Twitter gesehen, da hat schon der erste das Texturenpack-Menü gehabt, also drinne gehabt, aber es funktioniert noch nicht ganz. Und das Gute ist, die Texturenpakete sind die gleichen wie die PC-Texturenpakete, das heißt, man wird ganz einfach, wirklich ganz einfach Texturenpakete reinmachen können und kann sich dann einfach die PC-Version, die Texture-Packs aussuchen. Das finde ich geil. Wir müssen nicht mehr Ewigkeiten darauf warten, dass ein Texturenpaket aktualisiert wird. Wir nehmen später einfach nur die Standard-Texturenpakete vom PC und es funktioniert. Finde ich geil. Ich habe ja... Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnert habe, aber ich glaube, vor ein paar Sekunden hatte ich, glaube ich, ein Bild eingeschleust mit einem Screenshot. Ja, habe ich bestimmt. Sorry, ich muss das jetzt immer vorausplanen. Also jetzt kann man es ja bei mir noch nicht sehen. Ich muss das ja nachher erst reinschneiden. Deswegen grübel ich gerade. So, ich muss den Typen noch fragen, ob ich den Screenshot dort nutzen kann von ihm. Sonst wäre das ein bisschen doof. Wie gesagt, noch kann man es nicht nutzen. Noch nicht. Es funktioniert noch nicht. Noch nicht. Bevor jetzt wieder 1000 Fragen kommen. Wann kommt denn das? Oder wann kommt denn die 0.15? Ich glaube, letzte Folge soll jetzt nicht böse klingen, aber wurde ich gefragt, wann denn die 1.5 kommt. Soweit kann ich nicht in die Zukunft gucken, Freunde. Das weiß ich noch nicht. Es muss ja erstmal die 0.15 rauskommen. Aber die 1.5 kommt, das weiß ich noch lange nicht. So. Das ist jetzt nicht böse, ihr meint, ne? So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Eisen. Und ich denke mal, das Stein wird, glaube ich, bald reichen. Oh, wo sind denn die? Ich höre sie. Ich höre das Skelett. Na, ist eh alles im Arsch jetzt. Ich muss ein bisschen horchen. Ja, keine Ahnung. Irgendwo im Nirgendwo. Pass auf, jetzt ist wieder irgendein fetter, hässlicher Creeper hier oben. Oh, nächstes Tag. Wir haben die ganze Nacht draußen rumgebuddelt und es regnet. Ich liebe Regen. Ich mag Regen. Aua.
Ja, ich mag Regen. Wer Regen nicht mag, ist ein Rassist. Warum? Tja, dann lies mal Regen rückwärts. Ja? Ich mag Regen. So. Obwohl das auch wieder eine Beleidigung ist. Das sollte man nicht sagen. Wir sind ja keine Rassisten hier. Ich hoffe, dass unter euch jetzt kein Rassist ist. Denn, fick dich und so, ne? Ja, da musst du knallhart sein. Rassismus ist scheiße. Kannst genauso gut Trump wählen. Das ist genauso ein Rassist. So. Schmeißen wir das Eisen hier rein. Ich habe ja noch so... Gut, wir haben viel Kohle gesammelt jetzt. Die schmeiße ich auch mal gleich nochmal nach. Könnte ich auch eigentlich Blöcke machen, die halten länger. Aber wenn ich das hier durchbraten will, dann ist das ein bisschen... Oder ich mach mal kurz, ganz kurz was abladen hier. Muss mir sowieso noch eine neue Hackspitze machen. So. Und ein bisschen Holz. Ah, hier haben wir noch ein paar Stickies. Ich verarbeite die jetzt alle mal zu Spitzhacken, weil wir brauchen doch immer arsch viel. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen heavy, aber... Ich habe eine Einladung bekommen. Ich habe jetzt aber keinen Bock, weil ich jetzt gerade aufnehme. Ich gucke danach mal vorbei. Ich gucke dann bei dir vorbei. Zumindest, wenn du dann noch online bist. Wenn nicht, dann, ja, dann Pech. So, es wird schon wieder dunkel. Die Lava hinten, die kommt immer noch praktisch, wenn wir später unser Tor machen wollen. Ich probiere mal was. Ich muss mal gucken, ob das auch behängt. Ich weiß, ich bin behängert. So, ich mach die mal oben ran. Da wuchert das nämlich drüber. Und da kann man mein Haus später nicht sehen, denn es ist getarnt und bombenfest. So, die wachsen ja eh runter, dann nehme ich mir von unten welche ab. Ich mach mal ganz kurz hier Schlafi. Sonst... Wo denn? Es regnet immer noch bei mir rein. Da. Noch einer. So, jetzt aber Schlafi. Schlafi! Schlafi ist gesund. Schlafi ist gesund. So. Neuer Tag, neues Glück. Und dann schmeiße ich gleich mal die Steine da rein. Selber schuld, wenn ihr in der Sonne rumrennt. Guckt den Hippie da hinten an. So. Steine rein. Freude dabei. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich mache jetzt erstmal eine ganz normale, stinknormale Steintreppe. Später überlege ich mir, ob wir eine Holztreppe machen. Ich will bloß erstmal da hoch. Jetzt gucken wir mal. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, zu viel gemacht, ne? Shit. Ha. Ist er wieder voreilig gewesen. Hätte man nicht machen sollen. Jetzt lande ich aber genau hier vorne. Weil dann mache ich keine Doppeltreppen. Oder geht das? Wenn ich hier reinkomme, renne ich gegen die Treppe gegen. Aber dürfte ja nicht so schlimm sein. Sieht jetzt zwar noch ein bisschen scheiße aus. Sorry für die Wortwahl, aber manchmal muss ich das so sagen, sonst versteht man das nicht. Ja, komm. So, das muss ich hier noch auskleistern. Und hier werden wir den neuen Schnee. Huch, falsche Taste. Komm zurück. Bin jetzt gerade da runtergefallen. Wie machst du das jetzt? Überlege. Muss ich jetzt selber mal ganz kurz ausprobieren. Wir machen mal die 12.
zack. Wie machen wir jetzt die Abstände? So, so. Klapp. Nein! Puh. Guck, da ist noch einer. Sackratten. Hau ab. Hau ab. Oder ich mach dich einfach erstmal tot, warte mal. Oder du mich. Oh, ey, das sind doch wohl ein paar Pisser, ey. Am helllichten Tag, bomben sie mir hier die Bude weg. Ja, ich mach das erstmal ein bisschen zu, sonst haben wir nachher hier eine Mondlandschaft. Das sieht dann auch wieder doof aus. Ich muss sowieso mal alle Löcher wieder zumachen. Aber das ist immer schade drum, weil das ist vergoldete Zeit, die wir eigentlich hier im Video nutzen können, wenn die sich immer alles wegbomben. Wir haben nur noch Dreck hier gehabt, ne? Gut, wir haben genug davon. Deswegen sage ich manchmal, nicht alles wegschmeißen, sondern auch ab und zu mal was aufheben. So. La la la. Mach mal dicht hier. Ja, die Kante da vorne können wir drin lassen. Ach, ich habe immer so kleine Ruckler drin. Merkt ihr das? Wenn ich jetzt hier so hoch, wenn ich mehrere Blöcke auf einmal legen will, das will er nicht so ganz. Dann müssen die noch ein bisschen optimieren. Nein, ich habe jetzt nicht gefurzt. Das ist mein Stuhl. Der furzt immer. Der kriegt das auch nicht gewaffelt. So. Warum du nicht automatisch nachlegst? Jetzt bin ich wieder voll Rage. Ich drehe da wieder durch. Ich mach da wieder alles kaputt. Weil hier vorne war da noch irgendwo so ein Loch, oder? Nee, das habe ich, glaube ich, schon dicht gemacht. Oder war es da hinten? Keine Ahnung. Ich mach mal ein bisschen so. Aber in der Zeit konnten wir jedenfalls wieder noch ein bisschen Stein durchblasen. Also habe ich den einen Baum nicht abgebaut, ne? Hatten wir noch hier? Die haben wir noch. Ah ne, da war noch eine Stein. Eine Stein war noch da. Die hauen wir jetzt erstmal durch. Wo haben wir es dann? Ey. Da hinten. Ja, ist gut. Noch einmal, dann sperre ich dich. Wenn ich nicht drauf komme, dann komme ich nicht drauf. Ich mag das nicht. Wenn einer so alle 10 bis 15 Minuten Einladung schickt, das nervt dann eine Weile. Futter, ganz kurz. Futter, ganz kurz Futter. Hat er noch. Ist gesund. Bist Steak. Plupp. Njam, njam, njam. Ja, noch guckst du. Du wirst auch gleich Hammel. Mach ich das jetzt oben nur aus Holz? Achso, ich wollte ja die Dinger hier wieder ranbauen. Warte. Wir waren ja einmal dabei gewesen. Die mache ich hier beide mittig. Pass mal auf. So. Jetzt kommt hier wieder außen einer ran. Dazwischen machen wir dann später hier, wie heißt es? Komm nicht drauf. Ah, hier diese Bretter, diese etwas schlankeren Bretter. Ja, hab ich doch vorhin Holz noch eingesammelt, ne? Mach ich die restlichen auch gleich mal dran. Können wir ja gleich ein paar mehr machen, müssen wir halt nächste Folge, oder warte mal, kommen ja vier raus, ne? Müsste, denke ich mal, sogar reichen. Eins. Zwei. Ganz kurz die Schere. Denn wir wollen sie ja nicht verlieren. So. Der Rest lassen wir zuwuchern. Und jetzt brauchen wir nur noch, nee, keine Trittplatten-Dingsbums, sondern hier. Das vergrößern wir dann alles ein kleines Stück. Die machen wir jetzt überall dazwischen. Oh. Du. Das ist, glaube ich, Oblivion-Mucke, oder? Aus The Elder Scrolls Oblivion.
Na gut, mach jetzt mal ein Folgenpäuschen. Ich weiß, die Zeit ist schon wieder vorbei, aber wir sehen uns ja nachher wieder. Also jetzt so gegen 16 Uhr sehen wir uns ja wieder. Und mach erstmal ein Folgenpäuschen. Ich danke dir vielmals fürs Reingucken. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mal ein Like da. Oh, ich bin durchsichtig. Ja, würde mich tierisch freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis später. Tschüssi. Woo.